Wenn wir das dann vollendet haben, kommen wir in das Workout of the Day. Ich kann euch sagen, es ist wundervoll. Es ist so schön, dieses Workout. Also freut euch. Wir haben, es liest sich tatsächlich echt schön, muss ich sagen, aber es fühlt sich nicht so an. Also wir haben drei M-Raps, die 6 Minuten gehen. In dem ersten M-Rap machen wir maximale Runden DT. Eine DT-Runde besteht aus 12 Deadlifts, 9 Hangpower Clean und 6 Push-Jerks. Dann habt ihr 3 Minuten Rest und dann kommt das nächste M-Rap. Da haben wir maximale Runden Cindy. Cindy ein eigentlich recht bekanntes Workout. Hier haben wir 5 Bent-Over-Row, 10 Push-Ups und 15 Air-Squats. Dann haben wir wieder 3 Minuten Rest und danach kommt das schönste M-Rap von allen. 6 Minuten Burpees. Yay! Es sei denn, ihr habt... Nicht dein Sei denn, ihr habt, ja, genau das. Ich verlasse das Meeting. Svenja hat das Meeting verlassen. Ja, es sei denn, ihr habt ein Cardio-Gerät, dann könnte man das theoretisch auch mit Rudern oder Bike oder sowas machen. Aber ich denke, das Gängigste wird auf jeden Fall Burpees sein. Und dann haben wir noch einen schönen Core-Finisher fürs Ende. In diesem Sinne würde ich sagen, ich schmeiß die Uhr einmal an und ihr schmeißt euch einmal in 30 Sekunden Jumping Jacks oder 30 Sekunden Bike und legt euch ein Band, wenn ihr habt, zur Seite. Wenn nicht, geht Bodyweight auch. Wir gehen das Warm-up einmal gemeinsam durch, deswegen einmal direkt an die erste Station und dann begleite ich euch durch die erste Runde. Die Svenja muss noch schreiben gerade, glaube ich. Oder ist sie fertig? Sie ist fertig, okay. Nee, du hast schon auch wieder hochgescrollt. Ich muss gleich nochmal abschreiben. Oh, Verzeihung. Gleich wieder. Alles gut. Machen wir gleich. Machen wir erstmal Warm-up. Okay, super. So, 30 Sekunden, ihr Lieben, sobald der Countdown runtergelaufen ist. 30 Sekunden Jumping Jacks oder 30 Sekunden Bike. 2, 1 und los geht's. Jawohl. Sehr gut. Schön locker bewegen, Schultern schön warm machen. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dann einmal in ein Band stellen, wenn ihr einen habt. Oder wir kommen halt in 10 Bodyweight Good Mornings. Einmal mit geradem Oberkörper runter und wieder nach oben hoch, sodass auch eine Dehnung hinten in der Beinrückseite entsteht. Das ist für die Deadlifts wichtig. 10 Stück einmal bitte. Jawohl, schön den Popo nach hinten schieben, Rücken maximal gerade. Ja, das sieht bei allen sehr gut aus. Auch gute Alternative, sehr gut. Schön. Wenn ihr dann die 10 Good Mornings habt, kommen wir auf den Boden, machen 5 Push-Ups, entweder auf den Fußspitzen oder auf den Knien. Wichtig, die Brust berührt zuerst den Boden und die Hüfte bleibt auch oben. 5 Push-Ups. Danach kommen entspannte 10 Air-Squats. Schön auf die Fersen quasi setzen. Schöne Kniebeugen. Lasst euch Zeit dabei, euch mal richtig tief reinzusetzen. Genau. Klasse. Und danach geht's wieder in die Push-Up-Position oder an eine Bar, wo ihr euch dranhängen könnt. Und dann bewegen wir 5-mal nur die Schulterblätter. Einmal durchhängen lassen und richtig rund nach oben drücken oder an der Pull-Up-Bar halt einmal nach oben ranziehen und wieder hängen lassen. Und dann geht's von vorne los. 30 Sekunden. Jawohl. Jetzt einmal gucken, wann eure 30 Sekunden anfangen und aufhören. Gut in der Zeit, 7 Minuten Timecap, genau das Tempo, was ihr habt, einfach halten. Nach wieder 10 Good Mornings, also entweder wieder schön mit eigenem Körper oder Band einmal um den Nacken schlingen, in die Dehnung für die Beinrückseite gehen. Die Dagmar, geil. Ja, perfekt. Danach kommen wieder 5 Push-Ups. Also schöne Liegestütze. Arme schön eng am Körper.
Squats, jawoll. Sehr gut. Gut macht ihr das. Atmen dabei nicht vergessen. Und abschließend tun wir die Runde dann auch wieder mit 5 Scap Retractions. Also nur die Schulterblätter aktiv in Bewegung bringen. Ja, das gefällt mir gut. Gute Movements, schön durchgehen, ja. Und danach habt ihr noch eine Runde vor euch. 3 Runden machen wir voll. Genau. Sehr gut macht ihr das, jawohl. Jetzt werden hier verschiedene Variationen. Nice. Schön, Franzi. Sauber, Adelaide, schön. Jawohl, Dagmar und Jochen auch jetzt hier noch beim Warm-up mit dem Cardio. Yes. Jawohl, Franzi ist auch drin, perfekt. 2 Minuten habt ihr noch. Noch 90 Sekunden. Jawohl, und die letzte Minute bricht an, das schafft ihr locker. Seht ihr die letzten Squats und Scap Retractions. Wenn ihr gleich durch seid, auf jeden Fall in Ruhe was trinken. Score schon mal für die Svenja hoch. Bär. Alright. Okay. So, der Kraftteil wartet als nächstes auf uns. Ich warte jetzt noch ganz kurz einmal, dass die Svenja da ganz ohne Stress das abgeschrieben hat. Ihr dürft euch währenddessen schon mal ein Gewicht, wenn ihr habt, gerne auch 2 bereitlegen. So, wir haben jetzt als nächstes einmal Alternating Gorilla Rows und Diagonale Double Deadlifts. Alternating Gorilla Rows heißt, wir setzen uns quasi wirklich wie so ein Gorilla einmal hier rein und greifen hier unten einmal die Hantel. Eine Hantel bleibt hier immer auf dem Boden, beziehungsweise eine Hand, wenn ihr nur ein Gewicht habt, bleibt immer auf dem Boden und ziehen abwechselnd von hier das Gewicht einmal nach oben hoch. Wichtig ist, dass wir wirklich aktiv hier drin setzen, nicht uns quasi auf die Oberschenkel einmal so abstützen, dann hocken wir hier unten und ziehen das irgendwie hoch, sondern wirklich aktiv hier unten drin sitzen, Knie auch schön nach außen drücken und hier dann abwechselnd nach oben hochziehen. Davon machen wir gleich 12 Stück, also dass ihr immer im Wechsel arbeitet. Und dann kommt 6-6 diagonale Dumbbell Deadlifts. Dafür braucht ihr dann nur ein Gewicht. Ich greife jetzt mit meiner rechten Hand die Kurzhantel und mein linkes Bein bleibt stehen. Ich komme jetzt quasi vor meine linke Fußspitze einmal mit dem Hantelkopf runter und wieder nach oben zurück. Und mein rechtes Bein streckt sich dabei nach hinten einmal lang. 6 Stück rechts, 6 Stück links. Das ist ja okay. So wie dieses Single Good Mornings oder so, wie wir die immer haben, ne? Genau, genau, so ähnlich. Nur, dass es jetzt hier noch wichtig ist, dass wir uns halt wirklich noch so ein bisschen dabei diagonal drehen. Das heißt wirklich mit
der Hand links einmal zu der Fußspitze quasi vorbeiziehen und wieder hoch. Also nicht in der Mitte auf dem Boden, wie wir es sonst kennen, sondern wirklich seitlich dabei nochmal rausdrehen oder reindrehen. Oder? Ja, okay. Okay, gut. 10 Minuten habt ihr dafür Zeit, also quasi fast wie ein Emom. Ich mache kurz den Timer einmal auf 10 Minuten und dann gucken wir mal, ob ihr das alle auch so richtig durchzieht hier, ihr Lieben. I wish you very much fun. Starten mit 12 alternating Gorilla Rows in 5 Sekunden. Und los geht's. Jawohl, also schön aktiv unten drin sitzen, den Popo richtig rausstrecken. Genau. Und eine Hand bleibt immer auf dem Boden. Adelaide, nur einzeln ziehen. Genau, erst rechts und dann links. Perfekt. Und der andere Arm bleibt auf dem Boden. Genau so. Und jetzt noch alternierend, Adelaide. Dann bin ich zufrieden. Immer rechts und dann links. Also alternierend, so. Genau, genau. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja, Dagmar? Und die Standbreite, die Füße hüftbreit oder breit? So, dass du quasi in den Hanteln drin stehst. Du stehst hüftbreit und die Hanteln stehen schulterbreit. Perfekt. So, dass du quasi hier drin bist und dann ziehst du abwechselnd nach oben hoch. Okay. Perfekt, sehr gut. So, bei den diagonalen Deadlifts, Außenseite des Fußes anpeilen, nicht Innenseite, Außenseite des Fußes. Jochen, wo ist dir eine Außenseite? Wo ist der? Ah! Den Arm nehmen? Ja, gut. Und nee. Dann? Nicht schon so, ja, oder? Genau. Ja, richtig. Also ihr steht diagonal, linker Fuß steht und rechte Hand hält das Gewicht. Und dann ziehe ich mit dem Gewicht an die Außenseite von meinem linken Fuß und drücke mich wieder nach oben. Also immer die Außenseite des Standfußes anpeilen. Hat ja keine Ahnung mit dir. Ja. Also, nee, so. Jetzt hast du es in der rechten. Ja, genau, Adelaide. Ja, genau. Sehr bist gut. Auch, bist aber auch pingelig heute, hör mal. Und jetzt, Adelaide, einfach nur aufstehen. Der Arm bleibt jetzt lang, wie so ein Deadlift. Okay. Also nicht wie, sondern ist es quasi ein Deadlift. Den Arm lang lassen, kommst runter und stellst dich wieder gerade nach oben hin. Arm bleibt lang. So dann. Ja, ja, genau. Super. Und den Fuß setzt genau, sich genau, auf. Genau, genau, genau. Den Fuß kannst du gerne in der Luft lassen. Also je sicherer du dir daran bist, lässt du quasi die ganze Zeit den Fuß schweben, hoch und runter, sei denn du wackelst, dann kannst du natürlich immer kurz dich wieder setteln da oben. Genau. Mhm. 5 Sätze machen wir von dem Spaß. Sehr gut, Franzi. Oh, ich darf nichts sagen, sonst wackelt's. Jawohl. Jawohl, Svenja. Super. Auch Dagmar. Jochen hat auch mittlerweile die Außenseite gefunden. Jochen hat es auch mittlerweile verstanden. Sehr gut macht ihr das. Wirklich. Sehr gut. Genau so. Immer schön im Wechsel. Gorilla Rows, diagonale Deadlifts. Ja. Mhm. Franzi, setz dich ruhig noch ein bisschen tiefer mit dem Po, wenn du gleich noch mal reingehst, dass du noch so eine Etage so ein bisschen tiefer gehst. Perfekt. Jawohl. Sehr gut, Svenja. Jochen kann auch noch eine Etage tiefer mit dem Po. Ja. Super, genau so, klasse. Sehr gut. 4 Minuten und 10 Sekunden sind um. Schafft ihr locker. Ich glaube, ihr müsstet jetzt irgendwie schon in der vierten, gleich in der vierten Runde sein oder so. Dritte, seid ihr jetzt?
glaube ich. Dritte. Okay. Ende. Okay. Sehr schön, Dagmar. Sehr, sehr schön. Jawohl, Adelaide, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Schön. Jawohl, Franzi. Perfekt. Das sieht mega aus. Jawohl. Schön abarbeiten. Immer schön die Spannung reinnehmen. Alles für den Rumpf. Rumpf ist Rumpf und so. Alles gut, Svenja? Ich muss mich gerade mal, ihr zog das gerade total in den Rücken rein. Ich musste gerade mal knacken. Wird besser jetzt? Ja. Okay. Mal gucken, was es jetzt sagt. Schön bewusst. Ach. So soll sich das anfühlen. Ah. Ja. Wieder an Ort und Stelle. Herrlich. Die Adelaide, geil. Ich musste mal eben, ich hab so Hüftprobleme. Mal einmal kurz die Hüfte locker machen, ne? Da kommt mein Salsa durch. Das ist eindeutig ein Zeigstempel wert, Jochen. Nein! Ja, müssen wir nochmal angucken. Nein! Die Jury wird sich das heute Abend angucken. Nein! Herrlich. Sehr gut. Ich sehe überall Endspurt. Letzte Runde. Jawohl. Aber dieses Diagonale, das zieht ganz schön rein. Also ich mach das gerade immer. Wow. Ja. Da, das stimmt. Also im unteren Rücken so. Ja, die Stelle an sich ist ja richtig. Da sollst du ja auch eigentlich von der Muskulatur her merken, ne? Da ist es wieder. Geil. Herrlich. Wer tanzt sich Samba für euch? Ja. Das nächste Special am Sonntag. Samba-Kurs. Samba-Kurs mit Adelaide. Kannst du auch twerken, Adelaide? Was kann ich? Kannst du twerken? Was ist ein twerken? Arsch wackeln! Ja! Das ist so dieser Tanz, wo du mit dem Po so dieses, ich na kann klar. Das, ne, aber wo du hier na so klar. Oder irgendwie so hängst. Ja, irgendwie so, ja, ja genau. Irgendwie so. Na klar. Na klar. So. Könnt ihr mal kurz warten, bis ich fertig bin, dann möchte ich das von allen sehen. Du musst das dann auch nochmal vormachen. So was für Mädels. Oh, ich finde das gar nicht schlecht, wenn Jochen das auch macht. Ja, das würde ich auch gut finden. Habt ihr keine Freude. Positionswechsel. Oh. Ja, okay, sind alle durch. Herrlich. Kurzer Exkurs ins Twerken. Geil.
Alright. Okay, so ihr Lieben, wir bereiten uns einmal für das Workout vor. Wir haben als erstes einmal DT, damit fangen wir einmal an. 12 Deadlifts, 9 Hang Power Cleans, 6 Push Jerks. Von der Taktik her, also ich habe es mit einer Langhantel heute Morgen gemacht, aber selbe Prinzip auch mit der Kurzhantel, ist es so, wenn wir quasi eine Runde durchgehen, haben wir 27 Wiederholungen, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und ich würde es von der Taktik so machen, 11 Deadlifts, mal kurz die Arme ausschütteln, weil das geht dann ziemlich auf die Griffkraft. Dann nutze ich den 12., um aufzustehen. Das ist quasi dann mein 12. Deadlift. Gehe dann in den Hang für die Hang Power Cleans und dann dementsprechend auch nochmal nach dem 8. absetzen, kurz ausschütteln, dann quasi den 9. dafür nutzen, um nochmal umzusetzen und kommen dann in 6 Push-Jerks einmal nach oben raus. Okay? Eine Runde davon würde ich gerne einmal vorab sehen von euch. Also 12 Deadlifts, 9 Hangpower Cleans, 6 Push-Jerks. Also macht euch locker dafür warm. Nein. Gewicht auf die Stange oder ran. Jawohl. Ja. Sehr gut, Dagmar. Jawohl. Adelaide auch. Schön, genau. Rücken schön gerade. Yes. Franzi auch. Genau. Deadlifts, Deadlifts, Deadlifts. Jawohl. Achtet bei den Deadlifts schön darauf, dass ihr die Knie tendenziell eher nach außen drückt. Nicht nach innen fallen, ne, sondern schön aktiv nach außen. Gerade wenn wir auch viele Wiederholungen machen, versucht da nochmal so ein bisschen den Fokus drauf zu halten. Jawohl. 12 Deadlifts, 9 Hang Power Cleans, 6 Push Jerks. Jawohl. Ja. Umsetzen. Svenja hat hier wieder gearbeitet an ihren Push-Jerks. Ja, ich habe nochmal YouTube-Video, ne? Sehr geil. Konzentriere dich nur auf diese schnelle Armstreckung. Dein Fuß setzen und wie du das machst, ist super gut, aber versuch noch schneller hier wirklich die Streckung in den Arm reinzukriegen. Sonst gefällt es mir sehr, sehr gut. Man sieht, dass du da auf jeden Fall dran gearbeitet hast. Ja. Ach, ein Lob vom Trainer, oh Gott. Dafür tue ich das. Svenja ist total überfordert, sie weiß nicht mehr, was sie tun soll. Ich muss hier alles mal aufdrehen. Jawohl. Oh Gott. Okay, so, wenn ihr das dann habt, ihr Lieben, ich glaube, ihr habt jetzt auf jeden Fall mal ein paar Übungen davon gemacht, gehen wir einmal ganz kurz Cindy durch. Und hier habt ihr entweder die Möglichkeit, wie es quasi bei Cindy eigentlich vorgeschrieben ist, auch Kipping-Pull-Ups zum Beispiel zu machen. Ich habe jetzt einfach auch Bend Over Row reingeschrieben, weil das einfach das Gängigste ist, was wir, glaube ich, tun werden. Also entweder Kipping-Pull-Ups oder wir nehmen halt 2 Kurzhanteln und kommen hier dann in 5 Bend Over Row, danach in 10 Push-Ups und 15 Air Squats. Davon würde ich gerne auch einmal eine Runde sehen. Let's go. Jawohl, Dagmar, sehr gut. Schöne Kipping Pull-Ups mit Band, yes. Jawohl. Adelaide, jetzt bleibst du in Position. Halt mal den Oberkörper an Ort und Stelle und zieh nur die Arme nach oben. Also hier komplett auf Stein bleiben und nur die Arme bewegen. Ah. Ja, genau. Okay. Alles klar. Jawohl. Gut, Franz ist bei den Push-Ups, die sehen sehr gut aus, jawohl. Svenja auch Push-Ups. Bei Jochen hängt das Bild gerade. Und die Air-Squats mit Gewicht? Sonst würde ich die Air-Squats machen. Also bloß gut, du hast es noch gemerkt. Ja. Machen wir heute mal die Airpods ohne Gewicht. Das ist ungewöhnlich. Also, ne? Deswegen. Ich sage euch gleich nochmal was zum Stimulus.
aber sonst macht die Runde gerade mal zu Ende. Und das letzte M-Rap brauchen wir, glaube ich, nicht durchgehen. Das ist quasi Burpees. Ich denke, ihr wisst, wie das funktioniert. Nee. Wie geht das? Genau. Mit oder ohne Gewicht? Tada. Ehrlich. Wie wird's okay, denn also jetzt nochmal. Erzählen. Ganze Burpees, ne? Am Ende hätte ich gerne alle Raps, die ihr gemacht habt. Ach, du also ich habe zum Beispiel 380 Raps gemacht. Ich habe sie mir aber auch erstmal in Runden aufgeschrieben. Und dann habe ich deswegen jetzt eben gesagt, eine Runde DT hat 27 Wiederholungen und eine Runde Cindy hat 30 Wiederholungen. Und das rechnest du dann quasi später einfach einmal zusammen. Also schreib ruhig erstmal Runden mit Raps auf und das Zusammenrechnen machen wir dann nachher einfach zusammen. 27 und 30. Ja, ne? 30. Ja. Ja. 30. Okay, also nochmal vom Stimulus her. Also taktisch, meine Empfehlung an euch wirklich von den Deadlifts her, Griffkraft. Ne? Also macht da auf jeden Fall eine kurze Pause zwischen den Deadlifts und den Hangpower Cleans und dann könnt ihr theoretisch, wenn ihr mit Kurzhanteln arbeitet, die Cleans und die Jerks durchziehen oder da auch nochmal eine Pause machen. Mit Langhantel würde ich auf jeden Fall quasi den 12. Deadlift zum Aufheben benutzen und auch nach dem 8. Hangpower Clean nochmal eine Pause machen. Von der vom Gedanken her ist es so, dass eine Runde DT nicht länger als 1,30 dauern sollte. Ne? Also ihr solltet da quasi dann wirklich schon so auf die Uhr auch ein bisschen gucken, beziehungsweise ich sage euch das. Und Cindy gerne als in Richtung E-Mom machen. Ne? Also eine Runde in einer Minute. Und dann haben wir natürlich das letzte M-Rap, das geht halt einfach nur noch all out. Einfach ballern, Bike oder Burpees, so viel wie geht. Okay? Fragen? Also das machen wir immer alles dann hintereinander, ne? Verstehe ich richtig. Wir machen jetzt erstmal nur DT. Jetzt gerade brauchst du nur DT machen. 12 Deadlifts, okay. 9 Hangpower Cleans, 6 Push-Jerks. Genau, okay. Das jetzt die ganze Zeit. Und danach haben wir 3 Minuten Pause und dann sage ich euch nochmal, was dann kommt. Jetzt gerade erstmal nur 6 Minuten DT. Ja, okay? Gut, seid ihr ready? Dann gebt mir einen Daumen oder zwei. Oh. Okay, ja. Franzi, voll im Fokus, guckt schon. Oh. Valerie, fang endlich an. So, okay, warte, ich muss noch ganz kurz meine Musik hier suchen und ein bisschen lauter für euch machen. Und der Countdown läuft. 8, 7, 6, 12 Deadlifts, 9 Hangpower Clean, 6 Push-Jerks. Viel Spaß. Los geht's. Jawoll, sehr gut. Denkt dran, die erste Runde ist immer die einfachste. Spart euch die Kraft, nicht am Anfang alles rauslassen. Geht taktisch da dran. Ik ben eng, ben creeper. Licht uit in de club, sleeper. Doe me je mond, doem dieper. Doe me je mond, doem dieper, dieper. Ik bedenk plan, kunnen we doen dan. Wij met die bamtam, zie ik je zo ramtam. Goed dat je dans, doe die handstand. Ik ga doen alles, ik kan dan. 12 deadlifts, 9 hangpower, 6 push jerks. So Leute, kurze Pausen, es ist eine kurze Zeit. 6 Minuten gehen schnell um. Erste Minute ist vorbei. Jawohl, Franzi, sehr gut und wieder ran. Aber Jochen, weiter geht's. Ja? Alle sind in der zweiten Runde. 1:30 sind um. Das sieht gut aus. Schön weiter. Einfach anarbeiten. Einfach machen. Ihr wisst, wie die Bewegung geht. Sind um. Noch 4 Minuten. Ich
man sieht. Jawohl, Adelaide, schön die Arme strecken. Komm, richtig durchstrecken die Arme. Komm, 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 komm. Ja, genau. Bang, bang, leave your sleep. Hard body, body, and not scaring nobody. You make me respect the wild. You must be blind by the way, but you don't need to hide it. So it's no way around it. You know how this one is going to be quiet. Serving a piece. Working, we serving the streets. About to go ahead, going 3:30. Bang, bang, leave you sleep. Komm, Leute, wirklich kurze Pause. Ihr habt nachher 3 Minuten Pause. Das ist genug. Komm. Jetzt geht er durch. Nicht zu lange Pause. In the streets, about to go ahead, go ahead. Wenn ihr geht in eine neue Runde. So wie die Musik aus. Ja. Danke. Ja. So, durchatmen, Puls runterbringen, mental auf Cindy vorbereiten. Vier Runden, vier mal drei. Scheiße. Brauchst du Hilfe, Jochen? Ah, ich versuch's alleine. Ah. 120, genau. 120, 126. Minus. Ihr könnt jetzt genau schon mal rechnen, wie viele Reps das wären. Also denkt dran, eine Runde sind 27 Wiederholungen.
Ah, jetzt muss ich meine 27. Ach, scheißegal. Das heißt, 120 minus 12 sind 108 plus 6 sind 114. Und 7 im Sinn. Und 2 in der Hose. Also 4 Runden sind 108, oder? Ist das Ja, richtig? das ist richtig, ja. Plus 6 sind 114, passt. Sollen wir das hier jetzt nochmal Das. sagen, durchgeben? Oder Nee, nee, später? nee. Später. Machen wir gleich, ihr Lieben. Ihr habt jetzt noch Okay. 50 Sekunden. Nutzt das ruhig zum Durchatmen. Denkt dran, jetzt kommt Cindy. 5 Bent Over Row oder Pull-Ups, 10 Push-Ups, 15 Air Squats. Und hier, Prinzip, versucht es als E-Mom zu halten, ne? Also eine Minute, eine Runde sollte drin sein. 35 Sekunden, macht euch ready, mental, wie auch den Platz dafür. 30 Sekunden. Kann ich das dann mit einem Gewicht oder also mit dem schwersten? Das hast du ja Dein zwei. Ober. Mach das ruhig mit den beiden. Mit Ah, beiden okay. dann rudern. Okay. Genau. Okay, so ihr Lieben, ich mache Musik wieder an. Ab auf Station, 5 Sekunden. 3, 2, 1 und los. Jawohl, bei den Air Squats möchte ich eine komplette Hüftstreckung sehen. Ja, sehr gut. Schöne Push-Ups hier. Sehr gute Air Squats. Nice. Halt gleich.
Moment. Moment, warum? Aber nur, weil ich dich jetzt wieder sehen kann, Franzi. Mach bitte mal die Musik aus, man hört mich sonst nicht schnaufen. Nichts für ungut. Motiviert man sich immer so blockt. Alles gut, das müssen wir abkönnen. Wir alle können uns untereinander ein bisschen lieb piesacken. Das gehört dazu. Ich bin neidisch. Sehr gut. So, ihr Lieben, dann dürft ihr euch mental schon mal darauf vorbereiten, also schon mal eure Wiederholungsanzahlen aufschreiben. Denkt dran, 30 Wiederholungen ist eine Runde Cindy. Bin ich so erträglich? Unerträglich, meine ich. Liebe Franzi. Also dein Atmen ist so laut, da hast du schon recht. Aber das motiviert doch. Ich habe auch nur meine Frage gesehen, deswegen habe ich ja gefragt. Wenn die anderen das nicht so sehen, füge ich mich natürlich. So ist es ja nicht. Also ich habe die ganze Zeit nur dich gehört, Franzi. Das glaube ich nicht. So, ihr Lieben, lass mich noch kurz ein paar Worte verlieren jetzt für das letzte M-Rap. Ich habe das heute Morgen so gemacht, ich habe mir vorgenommen, dass ich quasi auch in einer Minute immer eine Anzahl an Kalorien oder an Burpees dementsprechend gemacht haben möchte. Also ich habe mir zum Beispiel bei dem Bike immer 12 Kalorien vorgenommen, die ich mindestens in einer Minute erledigt haben wollte. Also schaut, dass ihr auch euch vielleicht eine Zahl von den 15 Burpees in der Minute oder so am Ende dann halt nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Letzte Minute ist natürlich komplett all out gehen, ne? Aber dass ihr irgendwie ein Ziel habt, wo ihr auch hinarbeiten könnt und euch nicht so in der dritten, vierten Minute verliert. Also die dritte, vierte Minute wird die, wo sich natürlich dann auch anfängt zu ziehen, ne? Also halt da durch. In diesem Sinne habt ihr jetzt noch 25 Sekunden, um durchzuatmen und dann nochmal 6 Minuten voller Vorfreude
ins letzte M-Rap zu starten. 15 Sekunden. Ich schmeiß nur mal die Musik langsam wieder an. Also geht schon mal langsam auf Position. 77 muss ich schaffen. Ja. 2, 1 und los geht's! Ach, yeah, von dir erwarte ich mindestens 15 Kalorien die Minute. Das sieht gut aus! Super! Bend it over, make you touch your toes. I like how she married, go round, round the pole. Oh, yeah. Open, close. I like when my bitch don't wear no clothes. Das sieht sehr, sehr gut aus, ihr Lieben. Immer schön zum Ziel vorarbeiten. We got the soul. TTT-Wall when I walk in the door. Bitches, they know, yeah, bitches, they know. Ha! Make it nasty, make it nasty. Drop, drop it on the bitch, make it nasty. Make it nasty, make it nasty. Pop, pop it on the bitch, make it nasty. Sehr gut, ihr Lieben, die erste Minute ist um. Weiter geht's. Weiter so, schön dranbleiben. Einfach abarbeiten. Immer wieder. Weitermachen. Nicht stehen bleiben. 2 Minuten sind um. Komm weiter. Nicht stehen bleiben. Dranbleiben. Komm. Yeah, bitch, make it nasty. Tongue down the throat while the other bitch gagging. Kämpft euch immer wieder zu der Zahl vor, die ihr vorgenommen habt. Komm! Sind um, jetzt heißt es weitermachen. Jetzt ist Kopfsache, ihr Lieben. Dranbleiben. Kopf. Einfach immer in die nächste Bewegung fallen lassen. Einfach weitermachen. Weiter, Schritt für Schritt. Kopf. Schön dranbleiben. Komm, das geht vorbei. Bleib dran. Immer wieder rein. Oh. 3 Minuten, komm!
jetzt nochmal Gas geben. Nicht stehen bleiben. 50 Sekunden. Richtigen Sprint sehen hier. Komm! Und 20 Sekunden! Jetzt geht alles hier! Raus damit! Komm, ist das geil. Sehr gut gemacht, ihr Lieben. So, jetzt atmet durch, kommt zu Kräften, dass ihr zusammenrechnen könnt, wie viele Reps ihr jetzt insgesamt gemacht habt, sobald das möglich ist. Sag mal an, welche Burpees ihr gemacht habt. Eins, null, eins. Wie viele Burpees? Wow. Wie viel? 101. Wahnsinn. Du spinnst doch. Echt mal, Dagmar. Wahnsinn. Du machst nicht so weit runter, weißt du? Nicht so weit runter. Franzi, wie hast du? Ich hab 85. Ich bin weit davon entfernt. Franzi, wie viel hast du? 96. Respekt. Wow. Jochen, wie viele Kalorien hast du denn gemacht? 94. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Ihr Lieben, so, dann gebt mal durch, wie viele Reps ihr habt. Wie habt ihr schon zusammengerechnet? Alles 30 oder was war das? Warte mal, ich muss mitschreiben, Moment. Alles zusammengerechnet. Ja, tut mir mal eingefallen, erst die Einzelwiederholung und dann die Gesamtwiederholung. Dann schreibe ich alles auf. Franzi? Ich bin noch nicht so weit. Achso, wer ist soweit? Ich habe alles schon. Dann leg los. Adelaide. Also das erste 113. Ja, weiter. Dann 150 und 85. Macht. Summe. Sind dann, Adelaide, wie viele? Ich bin soweit. 358, ja. Oder? 58 Gewicht. Zwischen 15 und 10. Also einmal, bei den ersten habe ich nur 12,5 und 10 und dann 15 und 12,5. Okay. So, wer bietet mehr? Dagmar? Erste Runde 141. 141. Zweite 150. 150. Dritte 101. Ist gleich. Gesamt 392. 392 Gewicht. 22,5. Langhantel, gell? Ja. So, wer kann mir noch was sagen? Wo ist denn die Dings geblieben? Jetzt fehlt noch Franzi, genau. Naja, und wo ist die Dings geblieben? Also, erste 108. 108. Zweite 188 und 96. Macht 392 mit 5, 2x15. 392 RX, sehr gut. So,
Aber die Svenja haben wir irgendwie verloren, oder? Ist sie im Warteraum? Ja, Svenja ist weg. Valerie, kannst du mal gucken, ist die Svenja im Warteraum? Ja, ist sie. Ich lasse sie rein. So, dann sag ich mal kurz, Jochen. Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 1-1-4, erste Runde 2-0-8, zweite Runde 9-4, macht nach meiner Rechnung 4-1-6, ohne Gewehr. Du hast aber Glück gehabt, Jochen. Was hattest du? 380, ja? Ich hatte 380, ja. So, Svenja? Erste Runde? Ich habe 409 insgesamt. Und jede Runde bitte? Willst du es pro Runde wissen? Ja, einmal wissen, wie viele Wiederholungen du im ersten, im zweiten und dritten gemacht hast und dann zusammengerechnet. 132, 205 und 72 macht 409. Laut meinem Taschenrechner. Gewichte? Gewicht? Wie viel Gewicht hast du genutzt? Sie hängt gerade. Steht bei ihr heute. Also, ich habe nichts verstanden. Ja, auch nicht. Aber ich weiß, sie hat das Geld bei mir. Ja. Irgendwie steht bei dir heute einer auf der Leitung, Svenja. Habt ihr mich jetzt? Ja, wie viel Gewicht? Jetzt höre ich dich, ja. Alles, was ich hatte. Zwei Zehner, die Zwölfer, zwei Fünfzehner. Mach's Geld, was bei mir, Jochen. Okay. Sehr stark, Leute. Sehr geiles Workout. Sehr gut angefeuert, Valerie. Dankeschön.